Folge, jetzt geht's los. Ja. Yeah. Du, ich freue mich auf jeden Fall. So, zur Frage, wo geht's eigentlich heute hin? Wir fahren heute in einen DDR-Bunker und da dürfen wir offiziell rein, weil das eine Wiener Veranstaltung ist. Nach Schloss Beischlingen. Und das heißt? Wir machen so Räteraden. Also Ruhm. Wie Escape Room. Genau, Escape Room. Und wir haben da, Christian hat sich extra eine App runtergeladen, die dafür da ist. Und ich denke mal, da muss er dann die Codes eingeben, dass wir dann immer eine Tür weiterkommen. Und natürlich machen wir das nicht alleine. Wir machen das mit unseren absoluten Urbex-Freunden. Da ist einmal der Thomas von Lost Place und Höhlenfreund in Oberfranken. Dann ist Martin Zweit dabei. Es kommt Broluxi. Na? Und ja, dann die Brit. Das ist von Thomas von Lost Place und Höhlenforscher Oberfranken. Die Frau. Und ich und Christian. Christian und ich. So. Und das war's. Wir sind sehr gespannt. Weil wir sind richtig gespannt. Und was da passiert, das seht ihr im folgenden Video. Bis gleich. Alles, was ihr seht, ist im Originalzustand. Natürlich diese Kea-Lampen nicht. Wer das hier reingetan hat, wissen wir nicht. Ich würde sagen, wir begeben uns erstmal runter. Und dann gebe ich euch nochmal weitere Spielinstruktionen. Mhm. Dann können wir auch schon anfangen. Mhm. Ja. So Leute, wie wir im Auto gesagt haben, sind wir jetzt bei dieser Bunkertour. Wir haben hier verschiedene Sachen zu erledigen auf Schloss Beischlingen. Und wir sind jetzt schon in dem Bunker. Es sind ganz viele Leute dabei. Wir haben unser Team, wie wir es vorhin beschrieben haben, oder eben noch beschrieben haben. Und wir legen jetzt los. Ich habe keine Brille auf. Viel Spaß. Gut. So Leute, ihr seht hier Kegelbahn. Raum 14, wo ist man die Nummer? 11, da ist man 14. So, also schon mal zu kommen. Ja, das ist noch ein bisschen mehr. So, wir suchen Raum 14. Also Leute, ein super Team haben wir hier. Wir können nur gewinnen. Aber ganz schnell, ich auch. Also Leute, wie ihr seht, wir sind gerade voll dabei. Das ist das ganze Team. Martin Zweit, Thomas von Lost Place Höhlenfreund in Oberfranken, Bruder Luxi, die Brit ist dabei und mein Kumpel Christian. Und ihr seht gerade, wie es voll losgeht. So, also wie ich das mitbekommen habe, Leute, ist es jetzt so, dass wir zwischen jeder Lösung eine bestimmte Zeit haben, wo wir filmen dürfen. Und deshalb gucken wir uns das jetzt mal an, oder? Wir dürfen jetzt 5 Minuten. Wir können jetzt 5 Minuten filmen. Leute, durch die Tür, da könnt ihr die Schule filmen. Na los. So Leute, das ist ja nett, dass die Leute, die hier diese Führung machen, uns die Tipps geben, wo wir noch filmen können. Das ist nicht nur ein Bunker, wir sind jetzt auch in der Schule. Das heißt, wir bewegen uns jetzt mal in die Schule weiter hier. Schauen Sie, Keller. Der Martin, der ist da oben, wir haben nur 5 Minuten. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Alte Küche? So, also in ungefähr, ich sage jetzt mal, 2 Minuten müssen wir wieder zurück. Dann geht die nächste Aufgabe los hier. Alle wie die Blöden, guckt, da ist Martin Zweit. Wie die Doofen filmen wir jetzt hier, weil wir Zeitdruck haben. Das ist wirklich jetzt Zeitdruck und es geht weiter. Thomas? 25. Die über 20 sind da drüben. Was für eine Nummer, Thomas? 25. Komm mal rüber. Hier, mal. Ja, 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 ist richtig. Hi. Hallo an die Zuschauer. Hallo an die Zuschauer. Abonniert Adventure Places. So Leute, ich gehe aber jetzt nicht mit rein, weil ich will jetzt nicht zeigen, was da drin ist für ein Rätsel und auch keine Lösung. Das heißt, das ist jetzt 25 und was ist das? Das zeige ich euch natürlich nicht, das wäre ja dumm. So Leute, ohne euch die Lösung verraten, seht ihr da hinten die Jungs, die da frei sich rechnen. Ja, gut, warum das auch. Ich sehe Markus sein Display. Sehr viel. Falscher Code. So Freunde, wie gesagt, ich bin jetzt noch mal kurz ein bisschen weg. Hier lassen wir mal rechnen. Bin ein bisschen faul gerade. Und wir schauen uns hier mal um. Ich kann euch leider nicht alles zeigen, da ich ja dann die Lösung verraten würde. Und das wäre ja dumm. Aber trotzdem. Sehr interessant hier, der Ort.
So, da hier ist das nächste Rätsel wahrscheinlich drin. Hier sind auch viele Betten. Ich kann euch das jetzt mal schnell zeigen. Wo das Rätsel ist, weiß ich jetzt nicht. Aber wir laufen mal hier schnell durch und gucken uns schnell mal an. Da ist eine Lüftung. Da ist ein Zettel. Ich bin natürlich clever. Ich hau mal schnell ab und gehe mal hier euch das alles zeigen. Hier ist noch eine Tür mit der 34 mit Blut dran. Das ist das Blut. Gut. Ob das hier auch ein Rätsel ist? Das ist ja krass, ich bin neben der her. Ja, gerade wir müssen das eigentlich rocken, das Ding hier. Gell? Was haben wir jetzt? Die 16? Wo ist die 16? Da, ich gebe uns mal kurz hoch. Okay. Okay. So, Leute. Die Lösung dazu, dass wir natürlich ein Licht bekommen. Dann haben wir so einen fetten Lüfter. Baujahr? Geht länger? Das ist hier so ein Kühlraum für die. Baujahr 79. Nee, 77. 77 geht der. Auf der Reihe Englisch. Jetzt geht's weiter. Das gehört nicht zum Rätsel. Das gehört schon zu. Nee, keine Ahnung, wir wissen nicht, wer das war. Na toll. Nicht auf das Poster schreiben. So Leute, wir haben das zweite Rätsel verkackt. So, jetzt sind die dabei, um weiterzumachen. Bei den anderen Dingen hatte ich überhaupt keinen Durchblick. Ich hab's echt nicht gerafft. Ich bin komplett raus. Aber wir können ja noch mal gucken, was die machen. Das machen wir jetzt. So Leute, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder auf Suche nach dem nächsten Raum und wo sind die alle? So Leute, wir haben das nächste Rätsel, wir haben schon wieder ein Rätsel verkackt. Ja, schade für uns, weil wir müssen gleich vom Fach sein. Aber naja, wir schauen mal weiter. Ich glaube, es geht schneller. Leute, ich muss jetzt mal hier rumlaufen, weil das ist ja mega geil. Und ich stehe total auf Kegelbahn. Haha, mach ich dieselbe Idee wie ich. Und ich finde das hier so mega geil hier. Und da wir ja schon ein paar Kegelbahnen gesehen haben auf Turn to Places, gucken wir uns die jetzt auch mal an. Und die sind auch schon wirklich sehr, sehr alt, ne? Ja, aber wie ihr seht, Martins Welt stehen noch zwei. Adventure Places stehen noch alle. Alle? Nein, nicht alle. Holger, du hast es drauf. Sieben, ja. Sieben stehen. Ja, okay. Hier waren wir vorhin drin. Das ist die alte Schule. Wir haben jetzt mal eben quasi ein bisschen Zeit, uns hier zu bewegen. Und schauen uns das jetzt mal an. Und dann müssen wir in der Solostunde zum Level 2. Und da auch wieder Aufgaben erledigen. So. Das Licht reicht ja eigentlich, ne? Hier ist die alte Küche. Und wir haben eine Leiche auf dem Lift. Ich habe das vorhin nicht mehr so richtig mitgeschnitten. Ich hab. Das war ja eine Schule. Ja, der ist raus, würde ich sagen. Aber richtig raus. Guckt euch das an, Leute. So kenne ich sie mich auch noch von früher, als ich in der Schule war. Und absolut Wahnsinn. Hätte ich nicht gerechnet damit, dass wir sowas sehen hier. In der Schule damals. Na genau. Ich kenne das noch so. So Leute, das ist dort. Was ist das? Ein Vorleseraum oder irgendwas? Ne? Ne? Wir gehen jetzt mal hier hoch und schauen mal von ganz oben nach unten.
So. So Leute, wir sind auf den höchsten Punkt jetzt in diesem Raum. Ey, lass uns mal alle da hochstellen. Ich stelle mal hier die Kamera ein. Es geht los in 3, 2, 1, jetzt! So Leute, wir sind hier in einer Schule und auf einem Bunkerabenteuer mit Adventure Places, Martins Welt und Proluxi. Und Thomas von Lost Place Holen Freunde und Oberfranken mit seiner Frau Britt. Ja, so. Genau. Und die ganzen Links seht ihr unten in der Infobox verlinkt. Richtig. Schaut vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wie schön. Und es ist alles offiziell und angemeldet, also nicht einfach herlaufen. Ja, diesmal legal. Wir sind hier in einem Bereich, wo die anderen nicht hin dürfen. Aber wir haben die Genehmigung dafür gekriegt und ich finde das mega klasse. Super von den Jungs und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder im Bunker. Jetzt genau. Mach mal deinen Arm mit. Ciao, ciao, so lange bis zur Kamera. Das möchte ich jetzt sehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich. Ciao, ciao. Jetzt mit zwei. So Leute, Level 2, nächste Stufe und wir machen jetzt die ganzen Rätsel auf Level 2. Der Martin, der rennt schon wieder vor. Wir müssen eigentlich warten, aber wir machen das einfach. Das sind Rätselräume, ich glaube, die müssen wir nachher machen. Rebellisch. Aber hier ist ein Röntgengerät drin. Komplett intakt. Warum ist das seitenverkehrt? Das ist seitenverkehrt. Warum ist das spiegelverkehrt? Stimmt, das ist spiegelverkehrt. Das ist spiegelverkehrt. Warum? Das ist falsch aufgehängt. Das ist falsch. Welcher Dilettant war denn das? Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall falsch aufgehängt, oder? Okay, jetzt haben wir ein Zwiespalt hier. Das ist, wir können jetzt eigentlich behind the scenes drehen. Das ist ein 3D-Bild hier. Alle Perspektiven mal. Ach so. Entschuldigung. So Leute, wie ihr sicherlich hört oder gesehen habt eben, wird durch die App verschiedene Sachen vorgelesen und man muss dann halt gucken, dass man die Lösung rausfindet, es wird was vorgegeben auf der App. Natürlich kann ich euch das nicht zeigen, ist ganz klar. Wir sind jetzt hier gerade, ich bin gerade so im Kühlraum oder sowas und die Jungs sind draußen, da gehen wir jetzt nochmal hin. Wir hören nochmal ganz kurz in die App rein, aber ich muss da wieder ausmachen. Raum oder was? Ein Passwort. Wir brauchen ein Passwort. Also ein Passwort. Ein Passwort, ein Passwort, ein Passwort. Kopfschalter. Wo ist ein Kopfschalter? Dann bewegen wir uns jetzt mal kurz und laufen mal eine Runde hier. Hier waren wir vorhin noch, hier waren wir noch nicht. Hier stehen doch schon die Teile rum. Wollte ich jetzt schon wieder gucken. Okay, es geht weiter. Da hinten, gehen wir mal hinterher. Was ist? Wieder auf Aufspülen. Ich bin der Treppe von der So Leute, es geht weiter. Wir haben jetzt das nächste Rätsel, haben wir es gelöst hier heute. Christian sagt schon Treppe, ich weiß nicht, wo es lang geht, aber Christian weiß es. Nee, ich weiß nicht. Nein, da geht es nicht lang. Mach hier oben, das ist die Führer. Da unten? Ja. Cool. Das ist ja auch krass hier mit der Kohle. Okay. Bestimmt um. Leute, wir waren jetzt in diesem Bunker, hatten diese Führung und haben die Spiele gemacht. Gut, wir sind alle eigentlich vom Fach, aber ich muss sagen, wir sind betriebsblind. Wir haben abgelost, werdet ihr sicherlich in irgendeinem Video von mir oder Proluxi oder Martins Welt hören. Wir haben abgelost, es ist halt so, ne? Aber es hat Spaß gemacht, es war toll. Diesen speziellen Ort werden wir euch auf jeden Fall nochmal komplett zeigen in Ruhe, ne? Und langsam, und das war alles viel zu hektisch. Aber es wird sicherlich cool.
mit dabei war wieder Proluxi und Martin Zwelt. Es war schön. Und? Ja. Oh ja, Thomas, und Thomas war natürlich Thomas. Auch dabei von Lost Place Höhlenfreunde und Lost Place Höhlenfreunde Oberfranken. Auf Facebook. Auf Facebook, Link in die Infobox und aktiviert kostenlos die Glocke, verpasst nichts mehr und wir bedanken uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.